Hallo und herzlich willkommen zurück zum Transport Fever. Ich heiße euch herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr seid am Start. Wir haben in der letzten Folge, habe ich einen Bahnhof übersehen, den wir schon längst gebaut hatten. Haben wir wahrscheinlich Minus gemacht, aber egal. Ist ja egal. Hier. So, wir können jetzt mal hier weiterbauen. Jetzt hier mal wieder eine kleine Streckchen bauen. So, dann ist das nämlich schon wieder dran. So, dann könnten wir einfach, um Geld zu sparen, nicht jetzt komplett da eine zweite Gleise nebenbauen, sondern hier so Ausweichgleisen hinbauen. Wenn ich denn zwei Züge nehme. So, Krümmung. Habe ich das? Das ist schon wieder so, ne? Hör auf. Sollst hier einen abwingen. So. Okay, Ausweichgleis Nummer 1. Dann machen wir hier auf der Seite auch noch eins hin. So, und dann muss ich nämlich, das haben wir ja gelernt, hier eins hin. Und auf die Seite nach hier. So, dann fahren die nämlich immer bis hierhin. Und dann gucken wir mal. Ich könnte noch weitere Ausweichgleise hierhin machen. Zur Sicherheit einfach. Geldtechnisch, ja, wir machen langsam Plus. Oder wir machen Plus. Was gut ist. So. Dann haben wir hier noch einen Ausweichgleis. Der kann auf jeden Fall bis hier hinfahren, wenn er frei ist. Dann machen wir auf die Seite noch eins und dann reicht es, glaube ich, auch. So. Achso, das ist das Signal. Einmal dahin. Das sollte passen. Ja, denke schon. Jetzt müssen wir hier natürlich aber auch noch das Ding hinbauen, ne? Das Depot. Was kostet das Depot? Ah, das kostet nicht viel, okay. Das ist gut. Können wir das ja schon mal bauen. Warte mal. Wo machen wir das denn hin? Hier einfach, ne? Hm. 18.000, ein paar Gleisen, dann haben wir das auch schon. So, jetzt müssen wir warten, denn wir brauchen halt die Millionen. Für eine Million, warte mal, was brauchen wir denn überhaupt? Also, wir müssen den 60 km/h zukaufen. Das ist der hier. Der kostet 1.100.000. Und dann brauchen wir noch natürlich Personenzüge. Und zwar, das ist nämlich jetzt auch noch interessant, wir sollen ja mit 60 km/h und 60 Leuten dadurch. Wie kriegen wir 60 Leute hin? Wir brauchen die Größten, das sind die hier. Alter, der kostet 500.000, ey, fuck! Scheiß Dreck, ey. Wir brauchen noch Buslinien, ne, die hier zum Bahnhof bringen. Scheiße. Wie sieht's denn geldtechnisch aus? Warum habe ich hier so viele Minus gemacht? Weil ich Straßenfahrzeuge gekauft habe. Haltestellen, der Bahnhof, okay. Auf jeden Fall machen wir jetzt schon fast 1 Million auch mit der Straße, das ist in Ordnung. Das ist sogar ganz gut. Wir müssen auch nichts warten, nichts lagern. Das heißt, wir müssen unbedingt müssen wir den hier verlängern. Den zweiten
Stahlfahrzeugdings. Das wäre, glaube ich, echt sinnvoll. Weil der macht halt auch Minus, ne? Außer er schafft halt wieder diese 2. Ich schicke den jetzt ins Depot. Machen wir jetzt. Scheiße, warum habe ich es jetzt gemacht? Er hatte doch Dings geladen, ey. Oh, ich depp, ey. Oh, Mann. Wir sind jetzt einfach weg, ne? Wir sind jetzt einfach weg. Warum hält er denn jetzt an? Ach so, weil der hier ist. Ja, warte mal, dann machen wir hier noch einen... So. Mist. Nichts geladen jetzt. Das sollte nicht sein. Also wenn ich das jetzt mache, dann muss der doch da... Ach, ich komm, Scheiße. Kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Neues Fahrzeug. Also Straßenbahn haben wir eh nicht. Witzig, dass wir keinen Zeitdruck haben. 2000. Aber die erste Bahn, die da drüber fährt. Warum? Aber jetzt mal ernsthaft, warum ist es denn so schwierig, hier Geld zu machen, ey? Stelle ich mich hier nur gerade total dämlich an, oder was? So, Züge kaufen. Das. 1, 2. Dritten kann ich nicht. Das auf jeden Fall macht jetzt ein Drittel mehr Umsatz. Ich will noch einen dritten eigentlich. Ja, aber ich krieg jetzt kein Geld, ne? Da kommt der Kohlezug zufällig. Dauert auch noch was. Der ist halt, fällt jetzt auch lange flach. Je länger der hier steht, kriegt der Geld. Jetzt warten wir noch gerade auf den Kohlezug. Mann, ist das hier ein Rumgewurschtel. Das kann ich ja nicht mal sagen. Mach hinne da! Fahr! Scheiß zu. Mann. Liebe Leute. Warum stelle ich mich denn so blöde an? Gibt's ja gar nicht. So, Kohle kommt. Im doppelten Sinne. Zack. Okay. Linie zuweisen, Linie 2. Auf geht's. Jetzt sollte das Ding auf jeden Fall ordentlich Plus machen. Denn Stahl brauchen wir hier auf jeden Fall. Dadurch, das, guck mal, das ist ziemlich komplett leer hier auch noch. Nichts ist wartend. Keine Produktion. Einfach weil der jetzt auch ausgefallen ist eine Zeit lang. Aber jetzt gibt's gleich. Jetzt läuft gleich der Stahl, oder? Er läuft gleich wieder. Freunde. Jetzt haben wir hier ordentlich Minus gemacht, weil wir halt neue Fahrzeuge für über 1 Million gekauft haben. Das müssen wir noch 2-mal oder so machen. Dann haben wir da einmal den Zug für 1 Million noch was. Und dann brauchen wir wie viele, oh Gott, wir brauchen nicht viele, ne? Für 60 Leute. Warte mal. 60 Leute brauchen wir. Hier gehen 11 rein, hier gehen 14 rein. Ja. 4 Stück, ne? 40. Ne, nicht mal 4, sondern 5. 56 wären das. Na, so eine Scheiße. 5 Stück brauchen wir davon. Oh wei. Jetzt ist noch ein neues Fahrzeug verfügbar. Was kostet das? Die kosten aber dann auch alle viel, viel mehr. Es ist einfach... Oh, guck mal, der fährt 100. Das ist 2 Millionen. Kann ich denn vielleicht, warte mal. Was haben wir denn noch hier für? Hier passen 6 rein. Kostet nichts, das Ding. Davon bräuchten wir nur 10 Stück. Kostet nur 1 Million. Kann aber auch nur 40 fahren. Das ist natürlich wieder... Wir müssen... Ja, aber hier, er kann 60 fahren und hat 11. Das ist doch viel effizienter. Große Ladegeschwindigkeit mit Betriebskosten, aber auch geringer. Dann nehmen wir den hier. Brauchen wir halt 6 Stück von. Immerhin ist das billiger. Ja, müssen wir mal gucken.
Müssen wir mal gucken. So, wie sieht's aus jetzt hier? Da kommt die erste Stahl, da ist schon die erste größere neue Stahllieferung von unserem Otto hier. Jetzt macht er, jetzt geht er aber mal hier mal über das hinaus, oder? Ja, geht er. Sehr gut. Wenn auch nur knapp, aber er geht drüber. Das ist gut. Müssen wir denn eigentlich, warte mal, Fahrten absolvieren, Medaillen, Fahrergeschwindigkeit von 60 über die Testbrücke. Das steht nicht, 60, bevor die Tests abgeschlossen sind. Also das mit den Leuten müssen wir vorher machen. Was sind denn überhaupt so viele dann da? Ist auch die Frage, ey. So, produziert ihr hier? Müsstet jetzt noch einiges im Lager haben, kommt ja schon direkt der nächste Zug an. Zack, und das Lager füllt sich. Sehr gut. Das mal an, jetzt ist hier noch, wird noch mehr gelagert. Nicht, dass der hier bald nichts mehr annimmt oder so. Ach Gott, ey. Ist das ein Rumgenerve hier. Was mache ich denn jetzt schon wieder so viel Minus? Oh, die Straßen sind wieder... Hier habe ich nur 400.000 durch Straße gemacht, weil der eine Zug ausgefallen ist mit dem Stahl. 100%. Weil die alle leer waren. Ah, Mann. Nichts mehr im Lager, ey. Was ist denn das? Wie schnell produzieren die denn bitte? Jowei, jowei. Tja, was machen, ey. Wieso macht er denn schon wieder Minus? Ist jetzt so viel mehr Betriebskosten oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Er hat doch nur drei Dinger da, neue. Och Gott, ey, ist doch nicht wahr. Leute, das kann's doch nicht sein. Wie soll ich denn jemals hier am fucking grünen 2 kommen, ey? Wir hatten doch jetzt plötzlich... Wieso? Das kann doch alles nicht sein. Wieso sind die Einnahmen hier jetzt so geschrumpft? Die müssen doch eigentlich explodieren hier jetzt mit der Bahn. Abnahme ist doch alles gegeben. Also es wird ja alles verbraucht. Ist doch nicht so... Verstehe ich nicht. Ich sag euch, wir sind wirklich bis hier im Jahr 2000 jetzt beschäftigt. Da gibt es schon ICE oder so und wir hängen hier. Und müssen 60 km/h schaffen oder so. Alter, das kann's doch nicht. Das kann's doch irgendwie nicht sein, ey. Irgendwas muss ich doch mega falsch gemacht haben. Aber was? Erzähl's mir. Vielleicht soll ich schon mal einen Personenzug kaufen. Vielleicht gibt das richtig Asche, wenn ich die da transportiere. Das Ding ist, ich darf halt aber auch nicht die Testfahrten vergeigen. Da müssen 60 Leute rein. Und bringt das nichts. Ich muss die ersten Fahrten direkt mit dem 60-Leute-Zug machen. Jetzt krieg ich die Medaille nicht. Ich muss jetzt sehen, ob ich Plus schreibe hier, ey. Sieht nämlich irgendwie gerade nicht so aus. Und ich habe jetzt nichts mehr gekauft in diesem Jahr. Doch, jetzt sieht es wieder so aus. Oder deutlich. Die Straße nimmt jetzt auch wieder mehr ein.
Betriebskosten Eisenbahn, ey, ganz ehrlich, ne? Wie teuer kann irgendwas sein? Ich würde gerne das Spiel noch schneller laufen lassen, aber es geht leider nicht. Ich hab's auf schnellster Stufe, also. Was kriegen wir hier eigentlich? Das ist auch mal abhängig, glaube ich, vom Weg, ne? So eine Linie bist du, Linie 6. Hast 4 geliefert, 4 drin. Also nicht komplett voll. Aber ich will trotzdem mal sehen, was der kriegt. Wird wahrscheinlich keine 10.000 jetzt. 8. Machst du Plus? Ja. Der macht Plus. Der macht sein stetiges Plüsschen. Jeder von denen macht ein Plus, ne? Also das, so ist es nicht. Also die machen ordentlich immer Saft. Aber ich kann auch nicht jetzt viel mehr hier einstellen, weil dann haben wir nicht mehr genug Werkzeug. Wieso ist denn für Linie 4 hier nichts gelagert? Guck mal, hier kommt einer von Linie 4. Kein Werkzeug dafür da. Warum auch immer. Sag mal Leute, kann euch euer Ernst sein? Fährt er wieder los? Mit nichts. Ist das jetzt hier Standard oder was? Jetzt wird wieder ein bisschen in Linie 4. Verstehe ich nicht. Was sagt das? Was sagt das? Ja, warum? Klar, vielleicht war hier gerade kein Stahl da, jetzt ist erstmal wieder massig Stahl da, aber trotzdem, also. Linie 4 sind jetzt 6 wartend. Warum? Warum nur 6? Guck mal gerade, wie viel hier mal ankommt. Der hat 0. Der hat 0. Der hat 0. Der hat 0. Wollt ihr mich verarschen? Er hat 6. Ich verstehe das nicht. Woran wird das denn bemessen? Linie 4, jetzt sind 10 warten. Wieso? Weil hier nicht so viel verkauft wird? Kann das vielleicht sein? Fallkirk. 57%. Okay, warte mal, da machen wir es jetzt anders. Dann werden wir jetzt einige Umstrukturierungen vornehmen. Linie. Muss ich die dafür ins Dings tun? Wahrscheinlich, ne? Wenn wir jetzt ein paar davon abziehen und ins Depot bringen. Das reicht. Postbus. Wir haben bald wieder 1 Million. Yay. Ja, ist vielleicht momentan nicht das spannendste Let's Play, weil wir wirklich fast nur auf Geld warten. Aber egal, es muss gemacht werden. Es muss. Was verkaufe ich denn hier? Hier verkaufe ich schon ordentlich. 76% und hier wahrscheinlich voll wenig. Ja, 29% nur, ne? Und es ist nur die halbe Stadt gerade bedient. Das ist nice. Also der Bahnhof, da bin ich immer noch stolz drauf. Den haben wir echt gut gesetzt. Bringt uns nur leider noch nichts. Ist ja die Frage, wie schnell ich den... Ja, nee, geht ja nicht. Haben wir ja schon mal besprochen, das Problem. Wie schnell ich den Personenverkehr anfange. Dann kann ich erst anfangen, wenn ich da auch die Buslinien... Ja, was kostet denn eigentlich eine Buslinie? Die müssten doch eigentlich nicht so teuer sein, oder? Ist hier so ein Bus-Tram-Haltestelle. Kostet doch nichts. Kostet nix. Dann brauche ich, was brauche ich denn da noch? Da brauche ich einen Busbahnhof. Das kostet auch nicht wirklich viel. Vielleicht sollte ich das einfach schon mal machen. Selbst wenn die das jetzt noch nicht unbedingt brauchen, dann kann ich aber schon mal hier einen Bus vielleicht einfach fahren lassen. Bringt das was? Soll ich jetzt Busdings bauen? Was kostet denn überhaupt ein Bus, wenn ich den kaufe? Kann ich das hier nicht gucken?
Achso, hier sind jetzt die Dings drin. Warte mal, Linie 5. Wieder der Timer abgelaufen. Wir haben es immer noch nicht geschafft, ey. So eine Kacke. So, ich glaube, das ist jetzt schon mal besser. Jetzt müssen wir gerade gucken. Straßenfahrzeuge. Was haben wir denn da? Baumstämme. Wo sind Personen? Da, Passagiere. 42.000. Ah, kann man schon nehmen, das Postding, glaube ich. Wisst ihr was, wir probieren das jetzt hier mal kurz. Und dann, wenn es nicht passt, dann, warte mal, dann speichere ich nämlich gerade. Dann werden wir in der nächsten Folge, warte mal, Mission 2, 4, speichern. Dann werden wir in der nächsten Folge diesen Stand hier laden, wenn das jetzt nicht klappt. Nee, mach ruhig weiter. So, dann bauen wir jetzt hier erstmal den hin. Wir könnten auch oben den benutzen, aber dann fahren die erstmal 100 Jahre, ohne irgendwas zu tun. So, dann brauchen wir Bushaltestellen. Hier Bushaltestellen. So. Mal gucken, wie wir die Linie hier bauen. Also, wo ist denn was los? Wo geht hier die Luzi? Hier auf jeden Fall Bushaltestelle. So, die fährt hier den hier. Hier fährt er lang. So, dann hier. Ja, fährt er dann, warte mal, wo habe ich denn jetzt? Fährt er dann hier durchs Zentrum zu unserem Bimmelbahnhof. Warte mal, nee, dann machen wir hier. Dann hier zurück, dann fährt er hier lang, da. Dann hier am Bahnhof. Hier. Und hier, dann müsste es eigentlich eine schöne Runde geben. Wenn ich eine neue Linie erstelle, wie machst du das jetzt nochmal? Doch, eine neue Linie erstellen, warte mal. Neue Linie. Da. Dann dahin. Dann hierhin. Und dahin. Dorthin. Dorthin. Das ist korrekt, das ist korrekt. Ist doch eine gute Linie, oder nicht? So. Amselweg, Birkenstraße. Das ist in Ordnung. Kann man doch machen. So, und dann mal hier Straßenfahrzeug kaufen. Postkutsche. Machen wir mal 3. Linie 7. Gucken wir mal, ob das irgendwas bringt. Ob das Geld bringt. Das kann man wahrscheinlich erst später sehen. Aber wir lassen es jetzt mal noch ein bisschen laufen. Ihr habt ja nichts zu tun, ne? Ihr wollt ja gucken, direkt die drei hintereinander da. Die müssen sich erstmal ein bisschen auflösen. Durch sowas, genau. Was ist denn da? Wie fährt er denn? Wieso fahren die nicht gleich? Was macht er? Der muss doch erst hier hin. Der hat aber einen übersprungen, oder was? Du bist mir ein Kandidat. Tja. 0 von 8 Passagieren. Ich denke, richtig Asche hier. 2 übersprungen, die hat auch übersprungen. Oh, hier, da ist ein Passagier drin jetzt. Scheint auf jeden Fall zu funktionieren, das ist schon mal gut. Aber wo sehe ich, was ich da einnehme? Noch nichts. Aber es sind auf jeden Fall ein paar Passagiere da. Ein paar Passagiere. Ich weiß nur nicht, wo sie jetzt natürlich dann hinwollen. Da sind jetzt 2 drin. Da! Ah gut, das sind natürlich jetzt absolute Peanuts. Das sind natürlich absolute Peanuts. Aber egal, wir haben hier schon mal eine Buslinie. Das ist ja nicht ganz schlecht. Ich glaube auch 3 Busse reichen hier dicker. Also. Da ist dann nochmal eine extra Auflistung. Ist das? Was? Da war jetzt schon mehr. Statt Birkenstraße sind 7 Passagiere? Wo ist denn bitte die Birkenstraße? Ja. Müsste der da jetzt.
Der ist voll. Heiliger Bimbam, das ist ja hier. Seht man das? Straße. Es fällt unter Straße, ne? Also es wird nicht nochmal irgendwie. Na gut. Guck dir das doch mal an, hier die Birkenstraße. Da ist ja hier der High Life ist ja hier. Na gut. Haben wir hier schon mal eine funktionierende Buslinie? Müssen wir da unten noch machen? Und dann können wir den langsam den Zug kaufen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge also weiterkommen. Ich könnte es auch einfach mal laufen lassen, während ihr nicht dabei seid. Einfach nur Geld scheffeln. Ich baue nichts, ich kaufe nichts. Ich lasse nur laufen und scheffel Geld. Wie wäre das? Guck mal, hier ist nur noch wenig Stahl. Wo liegt das? Zu wenig Kohle. Ich hab's doch gesagt. Wir müssen das Kohle, den Kohle-Heiners hier müssen wir verlängern. Ach komm, machen wir hier eine extra lange Folge da. Oh, ich jetzt hier so ein Ding, das kostet ja nichts. Ich muss das Kohle-Ding verlängern, dann kriegen wir hier arge Probleme mit den Werkzeuglieferungen. Hier ist ja auch nur der eine Zug drauf. Was ist denn hier? Steigung zu groß. Bist du dämlich oder was? Was ist das denn? Ich bin doch in der Tisch. So rum geht's oder was? Nee. Steigung zu groß. Was ist das denn? Gibt's denn immer mal? Warte mal. Nee, warte mal, das ist ja noch schlimmer hier. Wollt ihr mich denn komplett verkackeiern hier? Na, leck mich doch, warte mal, Ich würde den aber schon gerne. Ja, das ist doch dämlich. Warte mal, dann machen wir es so. Dann kann er doch irgendwann hier hoch, oder nicht? So. So, dann gehst du gleich am Rückweg. Also nicht, wenn du Kohle hast. Das habe ich gelernt. Das machen wir nicht nochmal. Auf jeden Fall mehr Kohle hier, das gute Ding. Weil hier, Dings hat er. Eisenerz hat er ohne Ende. Aber Kohle ist jetzt schon wieder leer. Da müssen wir den Zug hier länger machen. Was sind denn nochmal die Kohle-Dinger? Das nicht. Das nicht. Das. Ja, die kosten ja nichts. Und machen wir Plus? Das würde ich halt gerne echt mal wissen. Aber das sieht man so nicht unbedingt. Naja. So, Kohle kommt. Heute mal eine extra lange Folge hier, Mensch, oh mein lieber Gesangsverein. Dann gucken wir mal, wie lange wir den überhaupt machen können. Der ist ja auch schon zumindest nicht ganz kurz. Guck mal, ey, das ist viel zu wenig. So, jetzt gehst du mal ins Depot. Wieso ist der eigentlich hier? Der fährt 50, genau wie der, aber 36 und der noch 52, also. Da hat er nochmal ein paar mehr dran. So. Langsam. Züge kaufen. Die. So, jetzt habe ich es aber, glaube ich, ausgereizt, ey. Geht zurück auf die Straße, Alter. Linie 1.
Wehe, du fährst jetzt hier lang, ey. Ich knall dir richtig eine. Ich würde das jetzt einfach abreißen. Wo fährst du jetzt hin? Du blöde Sau, ey. Ich verstehe das nicht. Warum macht er das? Warum fährt er denn jetzt nicht die Kohle holen? Du Knalltüte, echt. Ist doch nicht dumm. Ich will jetzt noch wissen, was der an Geld macht, Leute. Müssen wir noch gerade warten. In der Zeit gucken wir uns nochmal unsere geile Buslinie an. Da, 1000 haben wir wieder. Da, 2000. Zack. Kostet aber, also, ja, nicht sicher. Ich hätte gerne eine Statistik darüber. Gibt's aber offenbar nicht. Aber wir können ja einfach mal so einen Bus anklicken hier, warte mal. So, Finanzen. Boah, wir machen Plus. Wenig zwar, aber wir machen Plus. Ja, ist okay. Machen Plus. Das ist ja schon mal was. So, wie viel kannst du jetzt hier? Du kannst jetzt 60 Einheiten. Das ist doch schon mal gut. Übrigens, warum wird das hier weniger? Kann er nicht mehr ausbauen? Der scheint sein Maximum hier langsam erreicht zu haben, der Kerl. Aber hier der nicht, der ist ordentlich am Produzieren, hat 58 im Lager. Das reicht ja nicht mal, ne? Oder doch? Reicht wahrscheinlich schon, weil hier sind ja wartend. 232, reicht dicke. Guck mal hier, ey. Schön langer, ein langer Lulatsch hier, der jetzt hier die Kohle holen kommt da. Zack, nehmen wir mal jetzt hier 60 mit da. Boom. Guck, wie viel Geld das gibt. Der ist immer im Positiven gewesen. Übrigens, werden die Betriebskosten irgendwie länger? Also teurer? Länger vor allen Dingen. Wird irgendwie immer teurer alles. Was sein? Tja. Ey, da schaffen wir es wirklich nicht vor 2000 oder sowas. Nee, oi. Guck mal, hier ist überhaupt kein Stahl mehr. Ayowai. Wird aber jetzt Zeit, dass die Kohle ankommt. Hier, der hat schon nicht mehr voll. Ayowai. Der hier kommt nicht rechtzeitig. Halt mal an. Soll ja ein bisschen was auch laden. Ich hoffe, da kommt jetzt noch was. Bei rum. Boom, Junge, 700.000 macht der. Halt. Okay, fahr weiter. Du wirst jetzt nicht voll werden, aber egal, vielleicht pendelt sich das nochmal wieder ein. Immer ein bisschen. Hier, der kommt ja jetzt auch wieder. Der braucht ja auch wieder. Ah, liebe Leute. Ja, okay, dann würde ich sagen, ich lasse es mal laufen ein bisschen. Vielleicht haben wir dann in der nächsten Folge direkt mehr Geld. Oder? Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. Ich sage danke fürs Zuschauen hier beim Transport Fever. Ach, immer nur diese Medaillen, ne? Wir könnten diese Mission schon längst geschafft haben, wenn ich nicht so ein Medaillengeil wäre. Aber bin ich halt. Man lernt ja auch ein bisschen dazu. Also, liebe Leute, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Nein, hat die Lebensdauer, ey. Alter, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, ne? Ich werde mir was einfallen lassen, ganz ehrlich. Also bis zum nächsten Mal hier. Tschüss!